بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen im Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wir beschäftigen uns heute mit einem neuen Kapitel, und zwar die sogenannte Luqata. Luqata, auf Deutsch Fundsache. In diesem Kapitel geht es darum, dass der Mensch auf der einen Seite manchmal etwas vergisst, etwas irgendwo liegen lässt, einen Wertgegenstand zurücklässt, und dann kommt jemand und findet diesen Wertgegenstand, und die Frage ist, wie er mit diesem Wertgegenstand umzugehen hat. Und die islamische Scharia, eines der Ziele der sogenannten Maqasid der Scharia ist Hifdhul Mal, ist das Schützen oder das Bewahren des Vermögens. Und die Regelungen über die Fundsachen, über die Luqata, sind zweifellos Regelungen, die zu diesem Ziel, nämlich der Bewahrung des Vermögens, von des Hab und Guts, beitragen. Und in diesem Kapitel stellen sich verschiedene Fragen, wenn man als Muslim eine Luqata findet. Die Frage ist, wie soll man sie aufbewahren? Und muss man nach dem Eigentümer Ausschau halten? Und wenn ja, wie genau? Und wenn man das gemacht hat und der Besitzer sich oder der Eigentümer sich nicht gemeldet hat, wie geht man dann mit der Luqata um? Und wenn man mit der Luqata etwas dann angestellt hat und sich der Eigentümer im Nachhinein doch noch meldet, wie verfährt man dann mit ihm, beziehungsweise mit der Luqata? Erst einmal schauen wir uns das Wort Luqata sprachlich an. Das kommt vom Verb Laqata. Und Laqata bedeutet auflesen. Und dementsprechend ist die Luqata das Aufgelesene. Im Deutschen würden wir sagen die Fundsache. Und Luqata grundsätzlich kann sich auf jede Form von Mal im islamischen Sinne, also islamisch im Sinne, Vermögen im islamischen Sinne, also wertvolles Vermögen im islamischen Sinne beziehen. Wobei, wenn man ein Tier auffindet, dann würde man dieses Tier nicht Luqata im Arabischen nennen, sondern Dalla nennen. Dalla. Von Dalla, Dalla ist in die Irre gegangen. Und dieses verehrte Tier nennt man dann Dalla. Und der weitere Spezialfall ist, wenn das Wertvolle, was man da gefunden hat, in diesem Fall kein Mal ist, sondern ein Mensch ist. Das kann ja ein minderjähriges Kind sein, das man auffindet. Das heißt, eins, das noch nicht baligh ist, dann würde man das Laqit bezeichnen. Aber für das Thema Laqit, also wenn es ein Mensch ist, den man auffindet, gibt es ein eigenständiges Kapitel nach dem Kapitel Al-Luqata. Deswegen beschäftigen wir uns in diesem Kapitel nur mit dem, was man als Mal im islamischen Sinne bezeichnet. Und die Gesetzlichkeit erfahren wir in einigen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir schauen uns mal die folgende an, die viele Regeln oder viele Regeln beinhaltet und deswegen ein entscheidender Hadith in diesem Zusammenhang ist. Der Sahabi Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über Fundsachen befragte, über Luqata befragte. Da antwortete er, sallallahu alaihi wasallam, gib ein Jahr lang bekannt, dass du nach dem Besitzer suchst. Hiernach
Merke dir die Schnur und den Beutel. Hiernach profitiere selbst davon. Sollte der Besitzer eines Tages kommen, händige es ihm aus. Das sind die drei Sätze, die der Prophet dazu sagte, a.s. Dann fragte ihn Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiallahu anhu, noch einmal: O Gesandter Allahs, was ist mit einem verlorenen Schaf oder einer verlorenen Ziege? Da antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nimm es, denn entweder gehört es dir, deinem Bruder oder dem Wolf. Dann sagte Zayd, radiallahu anhu: O Gesandter Allahs, was ist mit einem verlorenen Kamel? Daraufhin wurde der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zornig, sodass seine Wangen oder sein Gesicht rot wurde. Und er sagte: Was geht es dich an? Es hat seine Hufe und seinen Hals bei sich, bis sein Besitzer zurückkommt. Das ist der Hadith von Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiallahu anhu, der viele rechtliche Bestimmungen beinhaltet, auf die wir jetzt im weiteren Verlauf dieses Kapitels eingehen werden, bi-idhnillahi tabaraka. Ich möchte nur hinweisen auf den letzten Teil des Hadithes, als er ihn fragte über das verschollene Kamel. Dann sagte er: Was geht es dich an? Was hast du damit zu tun? Also, was willst du von dem Kamel, wenn es sich verirrt hat? Es ist ja nicht wie ein Schaf, das einen Eigentümer, einen Besitzer, einen Hirten braucht, der sich um es kümmert. Ein Kamel kann sich um sich selbst kümmern. Und das drückte er aus, dadurch, dass er sagt, es hat seine Hufe bei sich. Also, es kann ja laufen und sich wehren und vor allem vor anderen wilden Tieren. Und es hat seinen Hals bei sich. Sein Hals. Der Hals ist ja ein relativ langes Körperteil bei so einem Tier wie das Kamel und ist ein Hinweis darauf, dass es einfacher und leichter als ein anderes Tier, das nur einen kurzen Hals hat, nach Wasser schnappen kann, nach Wasser suchen kann, beziehungsweise Wasser finden kann und auch mit dem Hals sich da versus, so bewegen kann, dass es auch was trinken kann, wenn es Wasser findet. Und insofern gibt es also keinen Grund, warum man dieses Tier dann mitnehmen sollte. Man lässt es einfach so da, wo es ist, weil es kann selbst überleben. Ein Kamel, wenn ein Kamel sich satt getrunken hat, wenn man das so nennen kann, oder seinen Speicher voll hat, dann kann es mehrere Tage ohne Wasser auskommen. Im Gegensatz zu einem Schaf. Und deswegen ist die rechtliche Bestimmung hier unterschiedlich. Kommen wir zu den sogenannten Rukn, den Säulen des Luqata, sage ich mal, Vorganges. Wenn man praktisch etwas aufliest, eine Luqata aufliest, dann gibt es drei verschiedene Rukn, ohne die eine Luqata kaum oder nicht vorstellbar ist. Erstens, die wertvolle Sache an sich, die man aufliest. Und diese Sache nennen wir entweder Luqata oder Multaqata. Wir nennen es Luqata, der Einfachheit halber. Aber wenn wir unterscheiden wollen zwischen der Thematik Luqata und der Person und der Sache, die aufgelesen wird, dann könnten wir die Thematik Luqata nennen und die Person, Entschuldigung, die Sache, die aufgelesen wird, Multaqata nennen. Aber es ist sprachlich dasselbe. Dann gibt es die Person, die etwas aufliest. Das ist der Multaqita. Das ist der Multaqita. Und dann gibt es die Art und Weise des Auflesens bzw. Bewahrens. Das sind die drei Sachen, die bei der Luqata, ohne die Thematik unvorstellbar wären. Das nennt man die Rukn, die Säulen dieses
Luqata Vorganges. Jetzt schauen wir uns nachdem wir uns die sprachliche Definition von Luqata angeschaut haben, wollen wir uns jetzt die religiöse, juristische Definition dieses Wortes anschauen. Luqata ist eine Art Mal oder spezieller Besitz, den man als Besitzer verloren hat, wobei ein durchschnittlicher Mensch daran Interesse hat. Das ist die Definition. Wir haben gesagt, Luqata ist eine Art Mal. Und unter Mal verstehen wir in der Scharia alles grundsätzlich Wertvolle, wie zum Beispiel Gold, Silber, wie heißt es, Nahrung, Bücher und so weiter. Darunter verstehen, es muss also, wie wir sehen, auch aus islamischer Sicht halal sein, sonst ist es islamisch gesehen nichts Wertvolles. Dann haben wir gesagt, oder spezieller Besitz. Es ist eine Art Mal oder spezieller Besitz. Was ist mit speziellen Besitz hier gemeint? Bei manchen Ulama, wie den Hanabila, ist der Hund kein Mal. Und dennoch darf man es unter bestimmten Bedingungen besitzen. Und um diese Art von Besitz auch abzudecken mit der Definition, war es nicht ausreichend zu sagen, Luqata ist eine Art Mal, weil dann die Hunde nicht darunter fallen würden, wie die Jagdhunde zum Beispiel. Und deswegen sagt man, Luqata ist eine Art Mal oder spezieller Besitz. Etwas Besitz, aber von spezieller Art. Und damit meint man eigentlich nur diesen Hund. Die Hundearten, die man besitzen darf. Dann heißt eine Definition, eine Art Mal oder spezieller Besitz, den man als Besitzer verloren hat. Denn es könnte ja andere Gründe geben, warum man das Mal nicht mehr bei sich hat, wie zum Beispiel, man wurde bestohlen, oder man hat es verlegt in seiner Wohnung oder ähnliches. Auf jeden Fall, deswegen ist hier der Begriff oder in der Definition, dass dieses Mal verloren sein muss. Und dann kommt noch dazu, wobei ein durchschnittlicher Mensch daran Interesse hat. Das ist sehr wichtig, und das schränkt die Sache mit dem wertvollen Vermögen ein. Also das heißt, es ist nicht jede Art von Mal, sondern nur Mal, an dem ein durchschnittlicher Mensch interessiert ist. Und hier sehen wir, dass die islamische Scharia unterscheidet und sagt, es gibt Mal, nachdem sich jeder umschaut. Und es gibt Mal, nachdem sich niemand umschaut. Und Mal, das sehr günstig ist oder sehr wertlos ist, nachdem schauen sich dann die sehr Armen nur um. Und Mal, das, wie heißt es, sehr, wie heißt es, sehr, das wertvoll ist, nachdem schauen sich vielleicht die Superreichen gar nicht mehr um. Insofern, das weiß ich aber nicht, das Mal, was ich da jetzt gefunden habe, die Luqata, die ich gefunden habe, ob diese für seinen Besitzer wertvoll ist oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich kann messen anhand des Durchschnittlichen in der Gesellschaft, ob diese Sache für ihn etwas Wertvolles ist oder nicht. Das heißt, ich tue so, als würde dieses Mal jemandem Durchschnittlichen in der Gesellschaft gehören. Und in der heutigen Zeit bei uns, wenn wir
einen Cent finden auf der Straße, dann ist das kein Vermögen, nachdem sich der Durchschnittsverdiener umdrehen würde und danach suchen würde wieder. Aber ein 500-Euro-Schein mit Sicherheit doch. Insofern sehen wir, dass wir hier schauen, was der Durchschnittsmensch, wonach er suchen würde, was für ihn so wertvoll ist, dass er danach suchen würde und es auch wieder haben möchte. Und der Beweis dafür, für diese Fallunterscheidung, ist ein Hadith von Anas radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Dattel vorfand und sagte: Wenn ich nicht Angst hätte, dass sie eine Spende ist, würde ich sie essen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fand eine Dattel vor und sagte: Wenn ich nicht Angst hätte, dass sie eine Spende ist, würde ich sie essen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Gelehrten barmherzig sein. Wie haben Sie aus diesem Hadith diese Fallunterscheidung entnommen? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde es verboten, von Spenden zu essen oder Spenden anzunehmen. Sowohl er als auch seine Familie, ihnen ist verboten, Spenden anzunehmen, Sadaqa. Und er sah einmal eine Dattel und sagte: Wenn ich nicht Angst hätte, dass sie eine Spende ist, würde ich sie essen. Also hat er sie nicht gegessen, weil er Angst hat. Aber diese Angst gilt ja nicht für alle Menschen, sondern das ist ja eine spezielle Angst in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil für ihn dieses Verbot gilt. Beziehungsweise würde auch vielleicht jemand, der reich ist, Angst haben, eine Spende anzunehmen. Aber jetzt gehen wir von dem Fall aus, dass wir wissen, dass etwas, was wir vor uns haben, denn diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezieht sich auf einen bestimmten Fall. Kann ja sein, dass es Hinweise gab für ihn, dass diese Datteln eine Spende waren. Aber wir gehen jetzt nur einen neuen Fall aus und wir sagen, eine andere Person als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, für die Spenden nicht verboten sind. Sie findet eine Dattel vor. Wenn sie jetzt den Hadith anschaut, gäbe es also keinen Grund für ihn, nicht davon zu essen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte diese Dattel auch gegessen und hätte sie nicht einfach rumliegen lassen. Und daraus schlussfolgern wir, dass eine Dattel so wertlos ist, dass der Durchschnittsbürger, in der damaligen Gesellschaft zumindest, sich nicht danach umdrehen würde. Und das ist auch bekannt, denn Medina war eine Stadt mit Dattelbauern und Palmenbesitzern. Kein Palmenbesitzer achtet auf eine Dattel. Und deswegen ist dieser Hadith ein deutlicher Hinweis darauf, dass Mal, und Dattel ist eindeutig Mal, das ist etwas Islamisches Wertvolles, dass Mal, nachdem sich ein Durchschnittsbürger nicht umdreht, nicht danach Ausschau hält, nicht danach mehr sucht, als Luqata einfach genommen werden darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Es gibt noch einen weiteren Hadith, und zwar von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, er sagte: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erlaubte uns Stöcke, Peitschen, Seile und ähnliches, was man auffindet, selbst zu benutzen. Diese Überlieferung, die umstritten ist, bestätigt inhaltlich das, was wir bereits gesagt haben. Jemand findet also einen Stock oder eine Peitsche
oder ein Seil oder ähnliches. All diese Dinge sind Dinge, die in der Regel nicht besonders hohen Wert haben. Und da sie einen sehr geringen Wert haben, sucht man kaum danach, wenn das einem runtergefallen ist. Und deswegen darf man diese Art von Luqata einfach nehmen, weil es unter diesem Wert ist, an dem ein durchschnittlicher Mensch Interesse hätte. Also fällt dies alles nicht unter Luqata in dem Sinne, dass man es lernen muss aufzubewahren und nach dem Eigentümer Ausschau halten muss und so weiter und so fort. So, und an dieser Angelegenheit erkennen wir, dass die islamische Scharia sich anpasst an Ort und Zeit. Was heute wertlos ist, kann morgen wertvoll sein. Und was hier an Ort und Stelle als wertlos gilt, kann an anderen Orten wertvoll sein. Insofern sind das Dinge, die sich von Ort und Zeit unterscheiden. Die Aussage im Hadith von Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiallahu ta'ala anhu, indem er offensichtlich über einen Beutel gefragt, den Propheten aus ihm gefragt hatte, einen Beutel mit einer Schnur und da war irgendwas drin. Und dann fragt er ihn über das Schaf und über die Ziege und über das Kamel. Die meisten Gelehrten sagen, dass diese Angelegenheiten im Hadith von Zayd radiallahu ta'ala anhu zweifellos nur Beispiele sind, die übertragen werden können auf anderes. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Antwort begründet hat. Das heißt, begründet hat, er hat einen Grund angegeben, den man verstehen kann. Er wurde gefragt, ob man das Schaf mitnehmen darf, was man verschollen vorfindet, und sagte er: Chudha, nimm es, fa'innama hiya lak, au li achik, au li dhib. Denn entweder gehört es dir, deinem Bruder oder dem Wolf. Also hat er dem Fragenden klargestellt: Wenn du es nicht nimmst, dann nimmt es ein anderer. Und wenn der andere es auch nicht nimmt, dann wird es der Wolf nehmen. Weil dieses Tier, und das ist die entscheidende Begründung, weil dieses Tier sich nicht schützen kann vor wilden Tieren. Und daraus schlussfolgern wir, dass alle anderen Tiere, die auch nicht imstande sind zu überleben, indem sie ihr eigenes Trinken und Fressen selbst suchen, dass auch die anderen Tiere man als Luqata mitnehmen darf. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und das Gleiche gilt für das Kamel umgekehrt. Das Kamel, das sich über das der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam: Was willst du von ihm? Es hat seine Hufe und seinen Hals bei sich, bis sein Besitzer zurückkommt. Also es weiß schon, sich zu wehren, es weiß schon, sich zu schützen. Und in anderen Überlieferungen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La ya'wi dallata illa dall. Nur ein Irregegangener beherbergt ein verloren gegangenes Tier. Gemeint ist eins wie ein Kamel, das sich nicht schützen kann und nicht wehren kann vor wilden Tieren. Das ist Ungerechtigkeit. Würde der Besitzer des Kamels zurückkehren und sehen, dass ein anderer es genommen hat, dann würde er ihn fragen: Warum hast du mein Kamel genommen? Hättest du es doch einfach dort gelassen, wo es ist?
So. Insofern darf man solch ein Tier nur mitnehmen, wie ein Kamel, wenn man es dem Besitzer aushändigen will. Also angenommen, man kennt den Besitzer, dann nimmt man es und händigt es ihm aus. Das ist auch dann vollkommen in Ordnung. Und sollte man eine solche Luqata aus Unwissenheit genommen haben, dann ist man erstmal Dhamin. Dhamin heißt, man bürgt dafür. Man ist nicht ein Vertrauensmann, Amin, sondern es ist ein Dhamin. Und erst wenn man es dann dem Vertreter des Imam ausgehändigt hat, ist man aus dem Schneider. Ist man also aus der Verantwortung. Vertreter des Imam wäre zum Beispiel ein Fundbüro oder eine andere Einrichtung, wodurch die der Staat eingerichtet hat, damit man dort etwas Verlorenes abgeben kann. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Im nächsten Kapitel geht es darum, aus welchen Gründen man eine Luqata auffließt. Entweder man nimmt eine Luqata, also erstmal ein Luqata ist ja per Definition etwas, was wertvoll ist und was der Durchschnittsmensch, wonach der Durchschnittsmensch suchen würde, wenn er es verliert. Also darf ich auch so eine Luqata nur mit der Absicht nehmen, es dem Besitzer auszuhändigen. Sollte ich es nehmen mit der Absicht, es für mich sofort zu behalten, dann wäre ich ein Rasib. Rasib ist jemand, der etwas offensichtlich und zu Unrecht und zu Unrecht unter seinen Nagel reißt. Und dann wäre man auch Dhamin. Im ersten Fall ist man Amin, im zweiten Fall ist man Dhamin. Wallahu a'lam. Im nächsten Kapitel geht es nun darum, über das Urteil des Auflesens einer Luqata. Die Frage ist: Ist es besser, eine Luqata aufzulesen oder sie lieber liegen zu lassen? Da unterscheiden sich die Ulama über dieses Urteil, weil die Menschen unterschiedlich sind. Manche haben gesagt, dass es besser ist, eine Luqata nicht aufzulesen. Wahrscheinlich haben sie geschaut auf die Verantwortlichkeit und dass man, wenn man etwas tut, es auch richtig tun muss. Und man legt sich ja quasi auf, etwas gemäß der Scharia zu behandeln. Und das ist eine Sache, die man sich auflegt, die man eigentlich hätte nicht machen müssen. Andere Gelehrte sagen, nein, man soll auf jeden Fall eine Luqata aufheben, denn das schützt das Vermögen der Muslime. Denn diese Luqata gehört ja jemandem. Und du tust ja diese Person einen Gefallen, anstatt wenn du sie einfach so liegen lässt, wodurch sie vielleicht verloren geht oder jemand es nimmt, der nicht vertrauenswürdig ist. Wallahu a'lam. Und andere Ulama wiederum, rahimahumullah ta'ala, unterscheiden, je nachdem, wie überzeugt man ist, dass man die Luqata-Regelungen auch einhalten werden wird. Und deswegen ist die Wirklichkeit so, dass man unterscheiden muss tatsächlich, weil manchmal hat man auch Angst, dass diese Sache verloren gehen könnte und man weiß, man könnte es dem Besitzer zurückbringen. Insofern ist es situationsabhängig. Und manchmal auch hat man Angst, eventuell des Diebstahls beschuldigt zu werden. Das wäre wiederum ein Grund zu sagen, dass man diese Luqata lieber nicht nimmt. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass es mubah ist, eine Luqata aufzunehmen. Und sollte es einen Grund geben, es
dass man es eher nicht machen soll, wie zum Beispiel, weil man nicht damit richtig umzugehen weiß, wie jemand, der ein Tier nehmen soll, aber er weiß nicht, wie mit dem Tier umgehen soll. Umgekehrt, man hat Angst, dass es, also im ersten Fall wäre es ein Grund, dass man es dann eben nicht mitnimmt. Oder zweitens, man hat Angst, dass es verloren geht und man weiß, es gehört jemandem und man kennt den Besitzer, dann wäre es sicherlich besser, dass man es ihm aushändigt. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Im nächsten Schritt, wenn man die Luqata, wenn man die Luqata genommen hat, zu sich genommen hat, kommt es zum sogenannten Ta'rif. Ta'rif ist die Bekanntmachung. Wir verstehen darunter, dass man als Multaqit die einem zur Verfügung stehenden Mittel anwendet, um an den Besitzer der Luqata zu gelangen. Und die richtigere Ansicht unter den Ulama ist, dass der Ta'rif wajib ist. Das ist unter anderem der Ansicht, die Umar und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma zugeschrieben wird. Den Ta'rif sollte man in den ersten Tagen und Wochen besonders intensiv machen und danach reicht es auch aus, wenn man alle paar Tage zum Beispiel nach dem Besitzer Ausschau hält und sucht und ähnliches. Denn in der ersten Phase, in der jemand seinen für ihn wertvollen Gegenstand verloren hat, sucht er am ehesten und am intensivsten. Und natürlich besonders dort, wo er ihn glaubt, verloren zu haben. Und das kommt, dadurch kommen wir auch schon zur Thematik, und zwar der Art und Weise des Ta'rif. Und zunächst einmal, wenn man nach einem verlorenen Gegenstand Ausruf hält oder Ausschau hält, oder ausruft, dann darf man natürlich den Ta'rif nicht zu genau machen. Das heißt, man darf nicht so viele Eigenschaften erwähnen, dass die Luqata dadurch eindeutig identifiziert werden kann. Denn dann könnte ja jeder kommen und sagen, ich habe das und das und das verloren. Und die Al-Luqata für sich dadurch beanspruchen. Insofern sagt man etwas Allgemeines, zum Beispiel, wer etwas verloren hat, soll zu mir kommen. Oder wer eine Tasche verloren hat, soll zu mir kommen. Und dann lässt er sich das beschreiben, was dort verloren gegangen ist. Denn es gibt leider auch unehrliche Menschen und wenn man zum Beispiel etwas gefunden hat, das sich sehr leicht beschreiben lässt und sich oft nur in der Farbe unterscheidet, da können sich mehrere Leute zusammentun und jeder behauptet, eine Farbe zu vermissen und dann wird einer von ihnen diese Sache schon irgendwie bekommen. Insofern soll man etwas sagen, aber nicht zu genau definieren. Aber auf der anderen Seite darf man auch demjenigen, der dann die Luqata für sich beansprucht, nicht zu viel aufbürden. Nicht jeder, oder es ist unwahrscheinlich, dass man etwas immer ins kleinste Detail kennt. Selbst wenn man seinen Geldbeutel verloren hat, es ist nicht immer der Fall, dass man bis auf den Cent genau weiß, welcher Betrag drin war und auch welche 1 Cent Münzen drin waren, wie viele 2 Cent Münzen drin, wie viele 5 Cent. Weil das ist übertrieben. Und deswegen, wenn der
derjenige, der die Luqata für sich beansprucht, die Sache so genau definiert, dass man beruhigten Herzens sagen kann, jawohl, das ist sein Geldbeutel in diesem Fall, oder das ist seine Tasche, oder das ist sein Schlüssel, dann reicht das auch vollkommen aus. Das ist die Art und Weise, wie man danach ausruft. Dann gibt es den Ort. Der Ort, man sucht dort nach dem Besitzer, wo sich auch viele Menschen aufhalten, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man ihn auch dort antrifft. Wie zum Beispiel auf Märkten. Auf Märkten kann man zum Beispiel ein Brett anbringen und dort, die Leute können dort dann draufschreiben, wenn sie etwas gefunden haben, der Besitzer so und so soll sich bitte melden und ähnliches. Weil das Ausrufen muss ja nicht verbal geschehen, kann ja auch schriftlich geschehen. Die Orte, an denen sich viele Leute aufhalten, sind sinnvoll. Ausgenommen davon sind laut einem Hadith die Moscheen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man sami'a rajulan yanshudu dallatahu fil masjid, falyaqul la addaha Allahu ilayk. Wer hört, wie jemand nach seiner verlorenen Sache in der Moschee ausruft, so soll er zu ihm sagen, möge Allah es dir nicht zurückbringen, denn die Moscheen wurden nicht für solche Zwecke gebaut. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Häuser, die für ihn gebaut worden sind, lediglich dafür erlaubt, dass man das macht, was er einem erlaubt hat. Und dazu gehört, er sagte, subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuha. In Häusern hat Allah erlaubt, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird. Weil die Häuser Allahs sind dafür da, dass man Allahs Namen darin gedenkt und nicht nach Gegenständen darin ausruft. Insofern darf man auch in Moscheen dementsprechend keine Plakate aufhängen, in denen zum Beispiel nach einer Luqata ausgerufen wird oder Werbung gemacht wird für eine Firma oder ähnliches. Als nächstes stellen wir uns die Frage, wann endet der Tarif? Der Tarif endet gemäß dem Hadith von Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu, nach einem Jahr spätestens. Er sagte, Arifha Sana, gib ein Jahr lang bekannt, dass du nach dem Besitzer suchst. Ein Jahr ist allerdings hier die Höchstgrenze. Insofern gibt es auch Wertgegenstände, die es nicht wert sind, dass man ein Jahr lang danach ausruft. Und es gibt Gegenstände, bei denen es auch ausreichen würde, dass man bis zu 3 Monaten zum Beispiel danach ausruft. Weil hier hat der Machthaber oder der Gesetzgeber das Recht, die Tarifdauer festzulegen von Fall zu Fall, je nach Höhe des Wertgegenstandes oder je nach Höhe des Wertes eines Gegenstandes. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass die Luqata, die man aufliest, eine Luqata ist, die auch nicht kaputt geht. Wie zum Beispiel ein Geldbeutel oder ein Buch oder ein Stift und ähnliches. Es gibt aber auch Luqata, die kaputt gehen könnten. Oder ein Tier, das sterben könnte. Und wenn man davon nicht profitiert, dann würde der Wert verloren gehen umsonst. Beispiel wäre Nahrung, die nicht besonders lang haltbar ist. Wenn man diese Nahrung einfach so liegen lassen würde oder mitnehmen würde und danach ausruft, dann geht sie kaputt. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sie haltbar zu machen, bis man den Besitzer findet, das ist eine Sache. Und dann könnte man die Unkosten vom Eigentümer einfordern.
Oder man könnte die Nahrung verkaufen und danach erst den Tarif beginnen. Und wenn der Besitzer kommt, ihm das Geld dementsprechend auszuhändigen. Wie dem auch sei, die Luqata, sollte sie während der Tarifzeit kaputt gehen oder sollte das Tier während der Tarifzeit sterben, ohne dass der Multaqid fahrlässig gehandelt hätte, so bürgt der Multaqid dafür nicht. Er ist ein Amin, er ist kein Dhamin. Wallahu a'lam. Nun stellt sich die Frage, was ist nach Ablauf der Tarifzeit? Angenommen, wir haben eine Luqata und wir haben danach sogar bis zu einem Jahr nach dem Besitzer der Luqata Ausschau gehalten. Wir haben aber ihn nie gefunden, hat sich nie gemeldet. Und diesen Geldbeutel hat man bei sich oder dieses Gerät, was man gefunden hat, hat man bei sich, zum Beispiel ein Computer oder ähnliches. Dann aus islamischer Sicht gilt man gesetzlich gesehen als der neue Eigentümer dieser Luqata. Man ist nicht der wirkliche Eigentümer, aber man gilt gesetzlich gesehen als der neue Eigentümer der Luqata. Und man darf damit quasi alles machen, was der wirkliche Eigentümer auch damit machen darf. Man darf es benutzen, man darf es verschenken, man darf es spenden, man darf es verkaufen und so weiter. Sollte der eigentliche Eigentümer eines Tages doch noch auftauchen und die Luqata genauestens beschreiben, muss man es ihm aushändigen, in dem Zustand, wie es dann gerade ist. Und wenn es nicht mehr da ist, dann wie heißt es, dann den Wert davon. Den Wert davon. Das heißt, es bleibt dann praktisch, lastet auf einem sozusagen als Schulden, aber man hat ja nichts Falsches gemacht. Man hat ja ein Jahr lang danach ausgerufen und man hat ordnungsgemäß gehandelt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er nach einem Jahr dann trotzdem noch kommt und deswegen darf man auch dann danach umgehen damit, als wäre man der Eigentümer. Und der Beweis dafür, dass man es trotzdem dem wirklichen Eigentümer noch aushändigen muss, falls er eines Tages aufkommt, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gleichen Hadith von Zayd: فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. Sollte derjenige, der nach ihr sucht, irgendwann einmal auftauchen, so händige sie ihm aus. Und wichtig ist eben, dass nach dieser Ablauf der Tarifzeit, dass man sich die Eigenschaften der Luqata genauestens merkt oder aufschreibt. Denn der Prophet a.s. sagte: Gib ein Jahr lang bekannt, dass du nach dem Besitzer suchst. Hiernach merke dir die Schnur und den Beutel. Hiernach profitiere selbst davon. Aber er hat gesagt: Merke die Schnur und den Beutel von diesem Beutel, den du da gefunden hast. Und das gilt natürlich für jede Art von Luqata, entsprechend der Eigenschaften, die es da gibt. Hat man zum Beispiel einen Sack Gold gefunden, dann ist es vielleicht wichtig, das Gold ist das Gewicht, die Münzen, die Münzprägung, die drauf ist, und so weiter und so fort. Die Karatzahl. Bei Geldscheinen zum Beispiel waren es bei Geld waren es Scheine, waren es Münzen. Was für Art von Scheinen? Waren es 50er, waren es 100er, waren es 200er und so weiter und so fort. Welche Währung war es? Für all diese Eigenschaften schreibt man sich auf. Oder heutzutage kann man das auch fotografieren. Und dann merkt man sich das. Und wenn er eines Tages kommt und es dann so beschreibt, wie es da war, dann muss man es ihm wieder aushändigen. Falls es noch da ist. Und wenn es nicht da ist, dann schuldet man es ihm. Auch kann man sich aufschreiben, wo man diese Luqata gefunden hat. Lag es auf einem Fußgängerweg? War es an einem Strand? War es in einem Beutel drin? War es einfach direkt auf dem Boden? In einem Sack? Hatte eine Schnur? Welche Farbe hatte der Sack? Oder die Tüte? Oder der Geldbeutel? Und so weiter und so fort. Man soll alles möglichst aufschreiben, damit, weil man weiß ja nicht, wie der Eigentümer seine Sache beschreiben wird.
Und diese alle Informationen, die sind nicht dafür da, um ihm das Leben schwer zu machen, sondern ihm möglichst viele Möglichkeiten zu geben, zu beschreiben, dass man sich sicher ist, dass er der Eigentümer dieser Luqata ist. Und wie gesagt, sollte dann dieser Eigentümer tatsächlich dann noch kommen, nach über einem Jahr, dann kann es ja sein, dass die Luqata noch unverändert ist. Dann gibt man sie ihm, händigt man sie ihm so aus. Oder sie wurde schon verwendet und wurde schon benutzt. Dann kann man ihm entweder, wenn einverstanden ist, es so aushändigen. Oder wenn es den Wert vermindert hat, dann gibt man ihm den Wert der Luqata. Wallahu a'lam. Jetzt kann es auch sein, dass nicht man selbst der Multaqit ist, sondern der Multaqit ist jemand, für den man gesetzlich verantwortlich ist, wie zum Beispiel das eigene Kind, das noch minderjährig ist, oder der geistig Kranke. Insofern muss sein Wali für ihn diese Aufgabe übernehmen. Wenn er etwas genommen hat, muss sein Wali diese Aufgabe für ihn übernehmen. Eine Ausnahme zu dem Vorausgegangenen ist folgendes: ist manchmal findet man eine Luqata und alle Eigenschaften, die dazu beitragen, dass eine Luqata ist im islamischen Sinne, sind vorhanden. Also es ist im Wesentlichen etwas, eine Art Mal, die wertvoll ist. Und der Durchschnittsmensch würde auch danach tatsächlich Ausschau halten und danach suchen gehen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass er diese Luqata absichtlich zurückgelassen hat und sie gar nicht mehr haben will. Einfachstes Beispiel wäre, wenn er ein Blatt hinterlassen hat und gesagt hat, wer das findet, kann es haben. Ich will es nicht haben. Solche Ausnahmen gibt es auch. Und in solchen, wie heißt es, bei solchen Beispielen, in solchen Fällen darf man die Sache dann einfach nehmen und man braucht dafür keinen Ta'rif zu machen. Man darf die Sache für sich nehmen, weil hier eindeutig der Besitzer es nicht haben will. Also entfällt in diesem Fall der Ta'rif und man darf es direkt nehmen. Wallahu a'lam. Es kann auch sein, dass manchmal Leute verreisen und auf manches ihres Eigentums verzichten, um dem Reittier es leichter zu machen, zum Beispiel. Und die schmeißen dann Proviant weg, die wollen es nicht mehr haben. Oder jemand hat eine Ware gekauft und will sie doch nicht mehr haben. Wie dem auch sei, wenn es einen Hinweis darauf gibt, dass diese wertvollen Sachen absichtlich weggeworfen sind oder liegen gelassen sind, dann greifen die Luqata-Regeln nicht und man darf die Sache einfach nehmen, für sich behalten. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Manchmal geschieht es, ist auch ein Fall von Luqata, dass man an der Stelle, wo man sein eigenes Eigentum sucht, ein anderes plötzlich findet, das Eigentum eines anderen findet. Klassisches Beispiel dafür ist, jemand macht seine Schuhe in den Schuhschrank in der Moschee und wenn er aus der Moschee rausgeht, findet er an der Stelle, an der seine Schuhe waren, die Schuhe eines anderen. Schuhe wurden miteinander verwechselt. Er hat die anderen genommen, hat die eigenen genommen. Diese Schuhe sind auch eine Art Luqata. Die sind auch eine Art Luqata. Und am besten ist, man lässt sie zurück und spendet die eigenen Schuhe demjenigen, der sie von einem genommen hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in die Moschee geht, deine Schuhe absichtlich nimmt und seine Schuhe dorthin stellt, wo deine waren, ist sehr unwahrscheinlich. Das handelt sich eher um ein Versehen, aber es ist ein Beispiel von
ein Beispiel praktisch gesehen von Luqata. Dann haben wir noch folgende zwei Thematiken. Einmal die Luqata innerhalb des Haram. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterscheiden zwischen einer Luqata im Haram und außerhalb des Haram. Sie sagen, eine Luqata innerhalb des Haram, der heiligen Zone von Mekka, wechselt niemals seinen Besitzer, auch wenn man ein Jahr lang danach Ausschau gehalten hat. Und sie begründen es damit, dass der Prophet sallallahu gesagt hat: "Wala tahillu illa li munshid." Das heißt sinngemäß übersetzt: Fundsachen darf man darin nicht nehmen, es sei denn, man ruft nach dem Besitzer aus. Manche Gelehrte haben darunter verstanden, dass man sie nicht nehmen darf, sondern nur um nach dem Besitzer auszurufen und nicht es danach für sich zu behalten. Eine andere Ansicht, und diese Ansicht ist sehr stark, besagt, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat im Hadith über die Luqata im Haram, den anderen Hadithen nicht widerspricht. Denn auch in den anderen Hadithen heißt es sinngemäß, dass man, wenn man eine Luqata nimmt, den Ta'rif machen muss. Und das ist ja, was er hier gesagt hat. Es sei denn, man ruft nach dem Besitzer aus. Das auf Arabisch nennt man das ist der Ausrufende, ist der Munshid. Und er sagt ja nichts darüber in diesem Hadith, was nach dem Inshad passiert oder nach dem Ta'rif passiert. Und da er nichts darüber gesagt hat, wissen wir aus dem anderen Hadith von Zayd radiallahu anhu, dass danach eine Luqata in den Besitz des Mu'arrif übergeht, das heißt, der den Ta'rif gemacht hat. Nach diesem maximal einem Jahr geht es über und er darf es für sich behalten und davon profitieren, als wäre es sein eigenes. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Die letzte Frage, die wir uns in Bezug auf die Luqata stellen, ist: Muss man für die Luqata Zakat bezahlen? Der Multaqit, wenn er die Luqata oder den Multaqat aufnimmt, aufliest, dann gehört er ihm ja gar nicht. Und wenn er ihm nicht gehört, muss er auch dafür keine Zakat bezahlen. Die Frage ist, muss er Zakat bezahlen für im Namen desjenigen, dem sie gehört? Auch die Antwort lautet nein. Denn die Zakat ist eine Ibadah. Und wenn er jetzt die Zakat für ihn bezahlen würde, ohne einen Auftrag von ihm zu bekommen, dann geschieht dies ohne eine Absicht. Und ohne eine Absicht ist eine Ibadah ungültig. Das heißt, wenn man die Luqata bei sich hat und nach einem Jahr es übergeht in deinen Besitz, auch dann braucht man dafür keine Zakat bezahlen, weil es ist nicht wirklich der eigene Besitz. Wir haben ja gesagt, wir haben den wirklichen Eigentümer oder Besitzer. Auf der einen Seite, wir haben den wirklichen Eigentümer, der seine Luqata verloren hat. Und wir haben dann den gesetzlichen Eigentümer, das heißt, in dessen Besitz oder in dessen Eigentum die Luqata nach maximal einem Jahr übergeht. Und da man nicht der wirkliche, eigentliche Eigentümer ist, sondern nur gesetzlich gesehen, braucht man dafür auch keine Zakat bezahlen. Auch nicht später, auch nicht nach mehreren Jahren, wallahu a'lam. Sollte man aber selbst seine Luqata nach mehreren Jahren zurückbekommen,
hat zum Beispiel einen Sack mit Goldmünzen verloren. Und nach 5 Jahren findet man diesen Sack wieder oder jemand händigt ihn wieder aus. Dann braucht man gemäß der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, in diesem Fall die Zakat nur von einem einzigen Jahr bezahlen. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.